So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Und ja, da habe ich mir erstmal den Mond hoch oben auf der Müllhalde geholt. Ja, ist cool, oder? Erstmal da oben runtergesprungen, ist ganz cooler Anfang für den Part, denke ich. Und willkommen auf meinem Motorroller-Parkplatz hier auf dem Dach. Cool, dann komme ich mal mit meinem Motorroller her, würde ich sagen. Gut, wir könnten auch den auf dem Dach nehmen. Aber ich nehme jetzt hier einfach mal den da vorne. So. Und dann fahre ich erstmal da lang, ne? Mal schauen, vielleicht ist das hier sogar der vorläufig letzte Part in New Donk City. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ja, mal schauen. Einfach mal schauen. Oh Gott, oh Gott. Oh, hoppla. Ja, da falle ich jetzt runter, das ist klar. So, ist ein bisschen knifflig, da die Treppe lang zu fahren mit dem Motorroller. Ist ein bisschen, man muss sehr vorsichtig sein, sage ich mal. So, dann hier schön um die Ecke. Oh, komm her. Und dann nur noch hier hoch eigentlich. Dann kann jetzt eigentlich nichts mehr großartig passieren. So. Und dann parke ich hier mal ein. So. Genau. Wow, du bist mein allererster Kunde, der hier seinen Motorroller parkt. Glückwunsch. Ja gut, vielleicht liegt es auch daran, dass du einen Parkplatz auf einem Dach oben drauf gebaut hast, wie auch immer. Das ist nicht unbedingt der optimalste Platz für einen Parkplatz, aber gut, ist ja deine Entscheidung. Ich gehe erstmal hier in dieses Gebäude rein und ihr seht schon, hier steht wieder eine Notenjagd an. Genau. Ich finde es auch ganz süß. Dieser kleine Raum hier ist wirklich nur für diese Notenjagd. Aber ich finde es irgendwie süß, diesen Raum. So, und ja. Oh Scheiße, da habe ich eine Note verpasst. Oh komm, kriege ich bitte noch alle? Ich bin mir nicht sicher. Da habe ich gerade ein bisschen verkackt. Nee, ich habe es noch geschafft. Okay, alles gut. Alles ist gut. Alles ist noch im guten Bereich. So. Notenjagd im privaten Raum. Genau. So. Dann haben wir, glaube ich, schon drei Monde geholt in diesem Part. Und dann würde ich sagen, holen wir uns den vierten Mond auch schon gleich wieder. Oder ja. Holen wir uns einen weiteren Mond. Denn wir haben zwar schon diese kleine Auto-Challenge bestritten, aber wir waren noch nicht hier drin. Was sagst du? Deine Leidenschaft für die Funksteuerung ist nicht zu übersehen. Hereinspaziert. Okay, das sagt nichts Wichtiges, aber egal. Es ist einfach unmöglich, eine Zeit unter 35 Sekunden aufzustellen. Na, das schaue ich mir doch mal an. So, ich muss jetzt erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Deshalb hoffe ich, es klappt. So. Ach doch. Ich glaube, ich bin noch einigermaßen drin in der Steuerung. Das geht klar. Es geht klar, es ist wirklich möglich, wenn man die Steuerung raus hat. Da war jetzt ein kleiner Fail, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich es schaffe. Deshalb habe ich es abgebrochen. So. Aber ich bin noch einigermaßen, wie gesagt, in der Steuerung drin. Deshalb, das dürfte nicht allzu lange dauern. So. Ich muss aber gestehen, privat habe ich sehr lange gebraucht, bis ich die Steuerung erstmal raus hatte. Bis ich die Steuerung erstmal raus hatte. Das hat schon ein Weilchen gedauert, aber ja, jetzt habe ich sie einigermaßen drauf. Und ich würde sagen, meine Zeit ist ganz akzeptabel. Und dafür gibt es auch einen Mond. So. Prima.
RC-Auto-Profi. Genau, ich bin der Profi. Ich krieg nachts kein Auge zu, wenn ich nicht weiß, wer gewonnen hat. Okay? Alles klar? Alles klar, Herr Nachbar? Ja. Wo gehe ich als nächstes hin? Wo gehe ich als nächstes hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal in dieses Gebäude. Hier ist auch wieder ein Bonusraum. Ihr seht schon, die meisten Monde, die mir hier vorläufig noch fehlen, sind Bonusräume. So. Also haben wir hier praktisch einen kleinen Bonus-Raumpart, wenn man so will. Naja, nicht ganz. Aber zu einem großen Teil auf jeden Fall. Stange, komm mal bitte her. So. Und dann, wenn wir einfach an dieser Seite bleiben, hier hinten, dann passiert uns auch gar nichts. So, das sind noch drei lilane Münzen. Die möchte ich natürlich haben. Und damit haben wir 92. Ich bin zuversichtlich, dass wir die 100 Münzen zusammenkriegen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Aber Leute, das ist ein Bonusraum. Ist ja klar, dass das noch nicht der einzige Mond war. Ihr seht schon, da drüben schwebt auch wieder so eine kleine Müllhalde. Und ja, da gehe ich erstmal wieder hier hoch. Prima. Und dann müssen wir, wer hätte es gedacht, einen Kugelwilli kapern. Und ganz entspannt darüber fliegen. So. Bring mal den Müll rüber. Das habe ich hiermit gemacht. Beziehungsweise, naja, der Müll war ja schon drüben. Beziehungsweise der Mülleimer. Der Mond ist ja kein Müll. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ja, was soll's. Ich sollte nicht zu lange rumlabern. Ich sollte echt nicht zu lange rumlabern. Sondern einfach mal dieses Auto kapern. Und in den nächsten Bonusraum gehen. Ja, heute ist wirklich Bonusraum-Action. So, ich glaube, hier müssen wir jetzt Mondstücke sammeln. Zumindest erinnere ich mich daran, Mondstücke sammeln zu müssen. Ja, tatsächlich. Hier ist schon mal ein Mondstück. Dann da drüben ist eins. Ah, treffe ich das? Jawohl, habe ich getroffen. Dann war, glaube ich, in irgendeinem Auto noch ein Mondstück drin. Kann das sein? Kann das sein? Ich glaube, in dem hier drüben. Jawohl. Okay. Ich erinnere mich noch recht gut, würde ich mal behaupten. So, dann hier oben leuchtet es, wie ihr es schon sehen. Wie ihr schon sehen könnt. Und das ist der geheime Mond dieser Challenge hier oder dieses kleinen Bonusraums. Dann die Treppe hier hoch. Hier ist ein weiteres Mondstück. Okay, hier. Dann muss ich das umschießen. Dann kann ich hier diese Schräge hochfahren. Und ja, komm her. Ich glaube, das letzte Mondstück ist auch hier oben. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Doch, ich glaube, das war da drüben. Ich glaube, das war da drüben. Damit hätten wir, ja, damit hätten wir dann auch alle 5 Mondstücke gefunden. Und auch den geheimen Mond natürlich. So. Zum geheimen Mond kommen wir entweder, komm her, kommen wir entweder mit diesen unsichtbaren Blöcken rüber oder auch mit einem, ja, Weitsprung. Das geht auch ganz easy. Also, ganz einfach so geht es auch. Das ist auch kein Problem. Ja, aber für diejenigen, die den Sprung nicht können, es gibt auch unsichtbare Blöcke. Mondstücke unter Beschuss. Na, das kannst du laut sagen. Damit hätten wir auch 48 Monde tatsächlich schon. Und dann fahren wir erstmal wieder zurück in die City. Ne? Würde ich erstmal sagen. Okay, wir sind jetzt gleich bei 10 Minuten im Part. Lasst mich kurz überlegen. Lasst mich kurz überlegen. Wo war denn Dings? War's hier? Ja, hier ist auch noch eine Tür offen. Hier ist auch noch eine Tür offen. Und hier können wir erstmal Motorroller fahren. Ganz gemütlich.
Kein Stress. Doch. Total Stress. Der Dino verfolgt uns hier. So. Ah Gott. Und wir müssen ihm ausweichen. Oh Gott. Oh Scheiße, ich habe eine Münze verpasst. Ich habe eine Münze verpasst. Ich darf den Bonus nochmal machen. Ich darf den Bonus nochmal machen. Ich habe eine lila Münze verpasst. Scheiße. Scheiße. Naja, was soll's. Da mache ich's halt nochmal. Aber dann fehlen uns immer noch zwei lila Münzen. Ich dachte, ich hätte dann alle. Ich dachte, hier wären alle restlichen, aber nö, anscheinend nicht. Oder habe ich noch mal was übersehen? Naja, egal, ich muss es ja, so oder so muss ich es ja noch mal spielen. So. Genau. So, dann gehe ich hier wieder schön auf den Motorroller. Und dann kommt der T-Rex. Ah, da habe ich wieder Schaden gefressen. Ja, hier die drei Lila Coins, die sind ja kein Problem an sich. Oh Gott, aber der macht mir viel Schaden, ne? So, okay. Jetzt habe ich alle lila Münzen hier. Jetzt ist egal, wenn er mich tötet. Die lila Münzen, die bleiben ja gespeichert. Aber warte mal, wo sind denn dann die letzten zwei? Ich setz. Oh, ich spawn hier wieder. Nee, ich möchte wieder raus. Wo sind denn die letzten zwei lila Coins? So. Wo sind die denn? Da oben irgendwo. Da oben irgendwo. Ach, ich weiß, glaube ich, sogar, welche das sind. Oh, ich weiß, glaube ich, sogar, welche das sind. Wenn das die sind, die ich denke. Sind es die? Sind es die, die ich denke? Habe ich die hier unten? Nee. Hä? Wo habe ich die übersehen? Wo habe ich die denn übersehen? Ach, da drüben! Ah, die da drüben! Oh, Scheiße! Okay. Aber dann hätten wir alle lila Münzen in New Donk City zusammen. So? Und zwei Monde können wir uns auch noch holen. Nämlich hier die Seilsprung-Challenge. Menno, nie und nimmer schaffe ich 30 Sprünge. Ja, ich probier's mal. So. Na hoppla. Ich war doch noch gar nicht drin. So. 1, 2, 3. Ja, komm, wenn ihr so langsam mit eurem Seil rumfuchtelt. 1, 2. Was ist denn los bei euch? Na komm schon. Ja, wenn ihr mich nicht mal anfangen lässt. Was ist denn los bei euch? Nee, komm. Dann heben wir uns die Seilsprung-Challenge auf. Mir egal. Dann lasse ich die erstmal. Da gäbe es noch zwei Monde, aber nee, lasse ich erstmal. Lass ich erstmal. Wir kommen ja sowieso in alle Länder wieder zurück. So. Und dann kann ich aber trotzdem erstmal mit ungefähr 50 Monden, glaube ich, aus New Donk City rausgehen. Das ist ganz gut. Ja, wie gesagt, die zwei Seilsprungmonde, die hätten wir uns noch holen können, aber das lasse ich jetzt mal. Da mache ich mir jetzt mal keinen Stress. Das passt schon. Ich habe euch ja wenigstens gezeigt, dass es hier noch die Monde gibt. Und ja. Du wirst bald einen Wasserfall sehen. Das freut mich für dich, lieber Urlauber. Leute, dann würde ich sagen, das war's erstmal von New Donk City und auch von diesem Part. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Aber ansonsten danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss.